Hey, hallo Leute und willkommen zu. Ja, rück zu Let's Play Tales of Xillia 2 für die PlayStation 3 im letzten Part. Sind wir hier in Duval? 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 Ich bin mir nach wie vor mit der Aussprache nicht so sicher. Angekommen? Haben im Team aktuell Jude und Luga und haben außerdem noch Rollo und L dabei. Haben wir hier die hier Titel? Oh ja. Hier gibt es wieder ein paar schöne Titel. Und ein paar richtig beschissene Titel. Ja, ja. Darauf freue ich mich schon wieder. So richtig beschissene Titel zu holen. Oder eben nicht zu holen. Habe ich noch genug Geld, um mir so ein Accessoire zu kaufen? Weg. Ah. Leider nicht. In zu verkaufen habe ich auch nichts, wa? Nee. Nur hier Material. Bringen die Materialien hier nur Geld? Ich weiß es noch nicht. Ich behalte sie mal noch ein bisschen. Weil ich bin aktuell noch ganz am Anfang. Da kann noch das ein oder andere Feature dazukommen. Deswegen mache ich das mal lieber noch nicht. So. Aber wenn ich noch genug Geld habe, kaufe ich... Na, nee, für Essen habe ich nicht genug Geld. Aber ich werde demnächst wahrscheinlich jetzt eh gleich auf den... Demnächst gleich. Ich werde ja eh wahrscheinlich ziemlich bald auf die erste Höhenstraße kommen. Und dann kriegen wir bestimmt auch bei den Kämpfen ein bisschen Geld zusammen. Mal gucken. Ticketautomat nach Triglath. No tickets for you. How come? This man's travel privileges have been put on restriction. That's how come. If I let him pass, I'll be in hot water. Whoops! Looks like I forgot to read you the fine print about your loan. You know how Olympias manages personal information using GHS, right? Well, stuff like one's criminal record or debts can trigger travel restrictions. The trigger system was put in place to prevent debtors from trying to make a break for freedom. Huh? Pretty harsh, isn't it? Sorry you had to find out the hard way. But it's only temporary. As you pay off your debt, the travel restrictions are gradually lifted. We'll figure it out. You'll be fine. Anyhow, toodles! All right, come on. You're blocking the other customers. Oh, Sheesh. I wonder what trouble he got into. His life's over before it even started. Tough break. Shut up, you big meanies. You don't know anything about it. Let's get out of here, Luger. We can look for yep. work around town. Wie erwartet, wir müssen die Alesthöhenstraße nach Triglath nehmen. Oh nein, Luga hat unglaublich viele Schulden gemacht. Er ist völlig pleite. Wenn du eine bestimmte Geldmenge angehäuft hast, ruft Nova an und bittet um eine Rückzahlung. Du kannst die Zahlung ablehnen, wenn du willst, aber sobald du mehr als eine bestimmte Menge besitzt, musst du dein Geld hergeben. Du kannst außerdem jederzeit eine Zahlung leisten, indem du L2 drückst. Versuche deine Schulden so schnell wie möglich abzubauen. Deine Reiserechte sind eingeschränkt, aber wenn du deine Schulden begleichst, werden die Beschränkungen langsam aufgehoben. Ist es euer Ernst? Das ist kein cooles Feature. Das ist kein cooles Feature. Weg. Ja, die anderen Gruppen mit der Bestellung, ja, bla bla bla. Die sind nicht in meinem Team, wenn ich in der Stadt bin. Oder zumindest nicht direkt bei mir, scheinbar. Nicht immer. Ach, da steht Jude. Together, right? Just the two of you? I mean the two of you and Rollo. So, the three of you. Yeah. That's just like me. Me and my daddy live together.
When I was little, there was an old cat called Tati that lived with us, too. Where do you live, El? I promise we won't tell your enemies. I don't even know. The boat I was on stopped, and there were all these crates there marked to Triglav. I hid in one, and that's where I ended up. So you don't know how to get back home? Hi Jude, na? Was ist das denn für ein arschgeiles Lied? Und wieso erinnert mich der gesamte Soundtrack schon an No One Lives Forever? Huch. It's so hard to find good help these days. Oh hey! Over here! You guys looking for work? You bet. It's your lucky day. I've got jobs coming out the wazoo. I'm talking serious corp orders here, so you know each gig is a gold mine. At least if you're not an amateur. Worth a shot, right? We'll back you up. Knapp bei Kasse? Na dann schnapp dir einen Auftrag. Du kannst ganz schön was verdienen und dabei auch noch Leuten helfen, indem du Monster besiegst oder Objekte für sie ablieferst. Also zieh los und verdien dir etwas Geld. Und dafür sind diese Tafeln also gut, okay. Scheiße. Also ich weiß noch nicht, ob mir dieses Schuldenfeature so gefallen mag. Bestätige die Details, um Aufträge anzunehmen. Du kannst bis zu 5 Aufträge gleichzeitig übernehmen. Hast du einen Auftrag erledigt und meldest dich zurück, erhältst du eine Belohnung. Bei Jagdmissionen mit dem Symbol musst du die entsprechende Monsteranzahl besiegen, bekämpfe sie am angegebenen Ort. Bei Aufträgen mit dem Symbol geht es darum, die angegebene Menge eines Materials zu sammeln. Dies kannst du am angegebenen Ort finden oder Feinden nach dem Kampf abnehmen. Aufträge mit dem Symbol sind Ereignisaufträge. Das Ereignis wird nicht angezeigt, wenn du nicht alle Gruppenmitglieder, die im Bereich Gruppe aufgeführt sind, anwesend sind. Ah ja. Elite-Monster-Info? Noch keins. Erledigung melden? Auch nicht. Vertrag. Das sind ja schon ein paar. Warum sind manche jetzt mit roter Schrift und manche nicht? Bedeutet das, ich kann den noch nicht annehmen, oder? Oder, hä, laufen? Moment. Nee. Ich verstehe es nicht ganz. Okay, nehmen wir zum Beispiel mal... Was brauche ich denn hier? Liefern, schöne Federn, 10. Fossilierte Muscheln, 10. 2. Nehmen wir das hier zum Beispiel mal. Kann ich trotzdem annehmen. Ich verstehe gerade den Unterschied nicht. Wieso sind da manche mit roter Schrift und manche nicht? Sind die vielleicht zeitbegrenzt? Erforderliche Titel nicht. Achso, da oben steht erforderlicher Titel. Okay. Aber... Egal. Was brauche ich hier? Eine schöne Feder. Nehmen wir das mal an. Ja. Gut. Ne, dann haben wir jetzt 3 laufend. Kann ich immer noch 2 annehmen. Was haben wir hier noch? Was bekomme ich hier? Geld und Punkte. Geld, Punkte, Geld, Punkte. Wo bekomme ich am meisten Geld? Ja, hier. Aber das habe ich noch nicht. Ach so, ich sehe es jetzt. Bei den roten bekomme ich so ein Accessoire. So ein Deko-Outfit. So ein Deko-Item, meine ich. Nehmen wir das hier noch an. Und... Na, 500... 495, 478, nehmen wir Alest Quarka noch annehmen. Nehmen wir noch annehmen, genau. Gut. Gut. Sind die dann jetzt auch auf der Karte markiert? Gehen wir mal gucken. Gehen wir einfach mal auf die Alest Höhenstraße. Okay. Hier haben wir auch schon unseren ersten Zufallsschatz. Super. So, jetzt würde ich aber erstmal gucken, das wird ja hier bestimmt auch irgendwo stehen. Ereignisliste vielleicht? Auftrag, ja, Tatsache. 5 Stück. Präzise Daten. Also wir brauchen 2 fossilierte Muscheln,
eine schöne Feder, zwei Bestien, achso, zwei Bestiendung, vier Alesquaker besiegen und 10 schöne Federn. Moment, was? Ort, Bahnhof Duwe? Achso, das ist der Lieferort wahrscheinlich. Ich dachte gerade, ich hätte gerade was gehört, aber nein. Okay. Na dann komm mal her, Quaker. Ich muss schon sagen, dass mir das Kampflied irgendwie echt gut gefällt. Das kann ich auf jeden Fall nicht abstreiten. Rums. Sei ruhig. Gegnerresistenzen vermeiden, okay. So. Besiegen wir natürlich gleich noch den zweiten Quaker. Was ist das denn für eine Höhlenstraße? Die hat auf jeden Fall ein anderes Design als die, die ich kenne. Und hat das gleiche Lied wie die Rendell oder wie die hieß. Und die Torbellen Höhenstraße. Baboom, skabam, skaboom. Sehr schön. Auftrag kann als erledigt gemeldet werden, ich weiß. Aber uns fehlen noch fossilierte Muscheln, vorher gehe ich nicht zurück. Was bist du denn? Bist du Elementerz? Tatsache, Elementarerz, 6 Stück. Aha. Apropos, wie schaut's eigentlich aus? Und welches Element habe ich da jetzt bekommen? Immer das, was ausgerüstet ist, oder was? Und hier gibt's jetzt auch ein nächstes verborgenes Ziel. Ja, mal gucken, wann ich hier so richtig durchsehe. 47 Punkte schon, das heißt, beim nächsten Kampf könnte ich durchaus mit beiden jetzt hier was freischalten. Mal schauen. Ich finde die Attacken von Luga schon mal echt cool, also die gefallen mir gut. So, nichts freigeschaltet. Das heißt, ich... Hä? Was haben wir jetzt bekommen? Schöne Federn oder was? Ne, Bestiendung, ah... Gut. Danke. Ich wollte doch nur den Zufallsschatz aufnehmen. Aua. Komm mal her, du Quaker. Aha, jetzt habe ich die Fertigkeiten freigeschaltet. Gut. Gleich mal ausrüsten. Vitalität und Intelligenz. Damit sind allerdings auch erstmal die FP komplett aufgebraucht. So, Zeitdesintegration plus. Brauche ich insgesamt 160 Punkte. Das kann noch ein bisschen dauern. Aber ich denke mal, bei den Quakern bekomme ich... Ja, nee, ich bekomme immer 2 Punkte scheinbar auch pro Kampf. Oder so. Ja, wie gesagt, ganz durchgesehen habe ich noch nicht. Aber das kommt noch. Kann ich einmal Kampfverbündete haben? Ja, schade. Mach ich demnächst irgendwann mal. Das ist auch cool, wie die Gegner hier scheinbar auch immer vorm Namen den Namen der Höhenstraße haben. Und wieso ist mein Mikrofon gerade so übersteuert? Da muss ich gleich mal drüber schauen, weil ich rede gerade gar nicht so laut. Und das schlägt extrem aus. Ich hoffe mal, dass mein Mikrofon nicht zu sehr übersteuert ist. Falls ja, doch. Falls doch, so. Entschuldige ich mich schon mal, dann ändere ich das zum nächsten Part hin. Oh, noch mehr Element Earths. Habe ich jetzt auch 5 für das bekommen, ja? Ja. Definitiv. Oh, und sogar noch eine Truhe. Mit 400 Gold. Gut, Geld ist gerade immer gut. Besonders wenn ich so viele Schulden habe. So, ich werde die beiden Gegner nochmal schnell hier mitnehmen. Ja! Was? Keine Kampfverbündeten? Geht das vielleicht in dem Spiel gar nicht mehr? Doch, ich denke mal schon, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade übrigens sehr, sehr glücklich, dass Lugas normaler Angriff, also der normale Angriff hier, recht viel Schaden macht, weil Luga verliert wirklich ziemlich schnell TP. Na doch, schon ziemlich schnell. So.
Gut, den Zuwaldschatz noch mitnehmen. Weltkarte gibt's nicht, wa? Oh Gott. Na, dafür ist das mit den Zügen. Das heißt sozusagen, um meine in Anführungsstrichen Teleportations-Weltkarte zu bekommen, muss ich meine Schulden begleichen. Und damit kann ich dann auch nur von Stadt zu Stadt rennen. Oh je. Das ist nur schlimm, weil ich jetzt so einen Luxus gewohnt bin durch Teil 1, wo ich einfach sagen konnte, ja, ich drücke jetzt R3 und dann wähle ich die nächste Stadt aus und fertig. Ja, mal gucken, ob so ein ähnliches Feature noch kommt, aber ich habe da so meine Zweifel. Dafür, boah, 20. Dafür habe ich ja eben diese Bahnhöfe und dafür muss ich ja meine Schulden begleichen. Yeah. Ist auf jeden Fall eine Motivation, die Schulden zu begleichen. Ein Anspuren. Boah, ich habe sogar die Hälfte der Punkte für Zeitdesintegration 2. Hä? Warum auch immer sich die Informationen da jetzt geändert haben. So, also präzise Daten kann ich abgeben. Nimm. Danke. Nimm. Nimm. Und nimm. So, dann kann ich direkt die nächsten Quests annehmen. Holzabzeichen habe ich immer noch nicht. Gut. Alte Muscheln, das habe ich sogar. Okay. Aha. Aha. Nee. So. Und eine noch. Ach ne, die habe ich jetzt direkt fertig, deswegen haben die jetzt gar nicht mehr gezählt. Ich habe die jetzt direkt abgegeben, sozusagen, oder was? Ja. Cool, cool. Das heißt, ich habe... Ja, wollte ich gerade. Weißt du was, nimm gleich 3500. Ja. Ja, ja. Nächste Zahlung schon bei 1500, das heißt, ich werde jetzt direkt wieder angecallt, oder was? Was ist das? Egal. Ich liebe das Lied in der Stadt. Das Lied in der Stadt. Wirklich, das Lied in Tuvalu ist so cool und das ist ein seltener Gegner. Achtung. Oh je. Oh yeah! Grenzüberschreitung, meine Lieben. Grenzüberschreitung. Boom. Das Achtungssymbol, ja, das kenne ich noch. Das sind seltene Gegner, die eben ein bisschen mehr drauf haben. Also seltene Gegner sind entweder die mit dem Ausrufezeichen halt drüber. Oder so eine Steinplatten, fliegende Steinplatten, auch genannt Bakuras. Nur für die, die zufälligerweise mein Tales of Xillia 1 LP nicht gesehen haben. Und deswegen kann es auch gut sein, dass ich das eine oder andere, was ich in Teil 1 gesagt habe, hier mal wiederholen werde. Ich weiß. eben für den Fall, ja, weil ich ja nicht damit rechnen kann, dass alle, die das hier schauen, mein Tales of Xillia 1 LP gesehen haben. Deshalb sage ich das dann doch lieber doppelt. Und Jude hat eine Fertigkeit gelernt. Schaue ich gleich mal drüber. Erstmal machen wir den hier für die Aufträge. Da muss ich, glaube ich, 2 von töten. Aber das mit den Aufträgen gefällt mir. Besonders wenn... Also bis jetzt sind es ja noch wirklich so eine... Aufträge halt. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, kommen dann später sowas wie Elite-Monster und so. Und das klingt doch schon ziemlich cool. Was war das gerade? Das war so ein Eis, wa? Ja, hier. Gewinnstil, ein Glückstreffer für ein Eis im Stiel. Bring ihn zur Snackbar und erhalte ein weiteres gratis. Ah ja. Cool. So. What? War das Katzenfutter? Euch Viecher hier muss ich auch töten für eine Quest? Ach ja, genau. Ich wollte Jules Fertigkeit anschauen. Aber das heißt jetzt schon mal, dass es nicht 100.000... Minuten Alliumkugel-Sequenzen geben wird. Ja, was bringt denn Levelaufstiege? Levelaufstiege werden dann wirklich einfach hier die Statuswerte verbessern, hä? Huh? Scheint zumindest ganz so.
Ja, und da kriege ich auch jetzt automatisch dann Fertigkeitspunkte bei Levelaufstieg. Ah ja. Ich verstehe, ich verstehe. Ups, tut mir leid. Na, wie schaut es jetzt mit den Aufträgen auf? Nochmal drüber schauen. Was habe ich noch zu tun? Alles, nee, nicht alles fertig. 5 Trapjis besiegen. Ich weiß nicht, wie viel ich schon habe. Alestpflanzen noch eine und schöne Federn. Ja, gut. Also erstmal noch eine Pflanze und dann noch so ein Trapji. Wo ist die Pflanze, die hier gerade rumgelaufen ist? Die spawnt. Na toll. So, Moment, was hat es jetzt mit dem Essen auf sich hier? Verkürzt Rückkehrzeit von Katzen kurieren um 10%. Katzen kurieren? What the... Was hat Rollo für eine Bedeutung bzw. für einen Zweck? Also irgendeinen scheint es ja zu haben. Das Vieh. Das Kätzchen. Aber... Welchen genau? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aha, Pflanze. Erstmal das Erz holen hier, bevor das weg ist. Nimm es, bitte. Na, ich denke mal, dass es nicht verschwinden wird. So, können wir das auch abgeben gehen? Titel fast freigeschaltet. Kammerjäger, nur noch 3. Und jetzt fehlen mir noch Chirpgees. Ich glaube, 3 Chirpgees fehlen mir noch. Und wie schnell das Elementerz hier respawnt. Das heißt, wenn ich 10-mal über die gleiche Höhenstraße gehe, kann es sein, dass ich einfach schon gleich alles lerne, was ich lernen kann, oder was? Fertigkeiten. Nee, Fertigkeiten nicht. Alliumkugel wollte ich. Ich wollte mal gucken, wie viel er jetzt hat hier. 135, alles klar. Oh, und wir haben sogar ein neues Ding hier gelernt. Brise. Azurschneide plus in Mondspiegelung und bei ihm Beweglichkeit und Schwalbentanz. Na, ich will aber erstmal Handflächenschlag lernen, ja. So, kurz mal die Quests abgeben und die anderen annehmen. Ich werde erstmal alle, die ich annehmen kann, jetzt auch machen. Ja, weil ich weiß halt nicht, wie es da aussieht. Wie es da aussieht. Vielleicht kann ich irgendwann irgendwelche ja doch nicht mehr machen oder so. Sicher ist sicher. Da, Dankeschön und Dankeschön. Hier, was brauche ich hier jetzt nochmal? 10 schöne Federn. Okay, und hier? Und das muss ich sogar abliefern bei jemand anderem. Oder? Nee. Bestätigung des Mädchens abgeben? Bring dir ein paar schöne Federn zum Bahnhof Duval. Sag's nicht, Papa, es ist ein Geschenk für ihn. Ah ja, okay. Und hier ist nur noch das. Okay, das kann ich ja noch nicht haben, weil ich das Zeichen noch nicht habe. Habe ich denn schon 10 schöne Federn? Schöne Federn, 12 Stück? Ja gut, dann machen wir das mal. Bringen wir sie zum Bahnhof von Duval. Ich spreche sie jetzt mal Duval aus, weil... Ja, ich glaube, dass das so richtig ist. Hallöchen. Nimm dies. Was für wunderschöne Federn. Jetzt kann ich endlich machen, was ich schon die ganze Zeit vorhatte. Willst du die hier verwenden, um deinem Vater ein Geschenk zu machen? Deinem... Hä? Woher weißt du das? Wer hat dir das gesagt? Nun, das hast du in der Stellenausschreibung geschrieben. Oh, nun ja, stimmt, das habe ich wohl. Ich werde etwas Kleber drauf tun und einen warmen Schal draus machen. Oh, ich habe auch etwas aus Federn für meinen Vater gemacht. Hey, die Federn waren meine Idee. Du kannst es nicht einfach nachmachen. Ich mache es nicht nach. Ich habe ihm aus Federn eine Maske gebastelt. Eine Maske? Was für eine komische Idee. Das ist gar keine komische Idee. Mein Vater gefällt sie. Das war wirklich komisch. Väter tragen keine Masken. Das ist nicht komisch. Was soll das Gespräch gerade? Sieh dich doch mal um. Siehst du hier irgendjemand mit einer Maske? Siehst du, was ich meine? Dein Vater ist komisch. Er ist gar nicht komisch. Mein Vater ist nicht komisch. Ja, ja, also lass uns einfach... Ich meine... In der Schule habe ich meinem Vater tausende von Masken gebastelt und er hat jede einzelne davon getragen. Stimmt's, Luga? Ja. Oh, verdammt, ich hab's nicht gelesen. Siehst du, mein Vater ist nicht komisch. Hey, woher kennst du diese beiden Typen eigentlich?
Ach, die? Luger und Jude? Das sind einfach nur zwei komische Kerle. Was? Was für ein schwachsinniges Gespräch. Seriously. So. War wieder der typische, ich wurde unterbrochen, Cut, aber nicht lang genug, um... Die typische, ich wurde unterbrochen, Pause, aber nicht lang genug, um einen Cut zu machen. Pause. So, was habe ich da jetzt bekommen? Ich habe es nicht ganz gesehen, egal, ich bin cool. So, jetzt noch schnell die Chirp Cheese und dann sind wir erstmal mit den Aufträgen fertig. Müssen wir nur welche finden, aber erstmal, was habe ich jetzt gerade bekommen? Elsmütze, wie viel sie gemacht? Ah ja. Aber wir möchten das deshalb nicht unbedingt gleich tragen. Nein, danke. Moment, wie würde das aussehen, wenn ich Jude die Mütze gebe? Und dann die Hutfrisur. Gott. Nein, lieber nicht. So, ihr seid mir egal, ich will Chirp Cheese. Da hinten ist ein Chirp Cheese. Nee, das ist ein Sack. Aber doch, da sind noch zwei Chirp Cheese. Kommt zu mir! Hallo. Ich esse mal kurz eine halbe Pflaume. Warum? Ich und unprofessionell? Nein. Also das wäre mir neu. So, noch zwei Chirp Cheese, glaube ich. Vielleicht ist das ja die letzte Gegnergruppe. Ja, drei Stück, das reicht auf jeden Fall. Ich esse noch eine halbe Pflaume und dann den Rest esse ich nach dem Part. Das war eine coole Antwort. So, den Auftrag natürlich noch schnell abgeben. Dann laufen wir noch schnell bis nach Triglyph. Ne, da ist noch gar nicht Triglyph. Ne, in den zweiten Abschnitt der, Höhenstraße. Und dann wird wahrscheinlich erstmal gecuttet. Der nächste Part ist dann möglicherweise wieder so ein typischer Höhenstraßenpart, wie wir sie auch aus Teil 1 noch kennen. Also ich zumindest, ich hoffe, ihr kennt sie auch noch. Ja. Komm, ich spende mal kurz ein bisschen Geld hier. Wie viel habe ich? Aua, was war das denn? Wieso bin ich jetzt gegen mein Mikrofon gekommen? $1500, ja bitte. Another surly payment from Luger. Oh. Ja. Das heißt, als nächstes muss ich... Hoch. Hey Luger, Nova here with some good news. With that payment you just made, I was able to lift the travel restriction on Duval Station. Just keep those payments flowing and everything will go nice and smooth. You go, Luger! She doesn't take things very seriously, does she? Ich versuche immer noch herauszufinden, welches, also aus welchem Tales of das Lied ist. Von seinem Klingelton. Sein Klingelton. Das ist bestimmt irgendein Kampflied aus irgendeinem Tales of. Ich weiß nicht welches. Könnte das vielleicht das aus Tales of the Abyss sein? Ich weiß es wirklich nicht. Ja, halt, hier wollte ich gar nicht hin. Ich will von hier aus gar nicht wegfahren. Wo könnte ich denn hier theoretisch hinfahren? Im Prinzip ja nirgends hin, oder? Doch, nach Triglyph. Okay. Triglyph. Nur von Triglyph könnte ich dann nicht hier hinfahren. Ich will aber über die Alestrian-Straße gehen. Da kann ich gleich noch ein paar Kämpfe und damit auch ein bisschen EP mitnehmen. Elementarerz natürlich. Erstmal den Auftrag abgeben. Wie viele Punkte bringt das? Na, immer noch nicht genug, um den nächsten Auftrag anzunehmen.
Bei Holzabzeichen, da brauche ich noch 365 Punkte. Elite-Monster. Aber nee. So, das heißt, wir gehen jetzt einmal wieder auf die Höhenstraße. Nehmen uns diesen Zufallsschatz hier mit. Machen diesen einen Kampf hier. Weg mit den Alest-Quakern. Speichern. Ab. Blim. Ich weiß nicht, welcher Speicherstand. Ich denke mal der hier. Blim, blim. Ja. Und damit würde ich denn... Wieso sind das 30 Minuten? Ja. Ich und Überblick über Paarzeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.